Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir die Ritterakademie Wolkenhort. So, hier ist direkt ein Buch. Ja, willkommen zurück, Ritterschule. Ja, guten Tag. Ja, wir wollen natürlich dieses Willkommensbuch lesen. Vielen Dank an, hier sind viele YouTuber, die das jetzt gespielt haben. Und der Schrein wurde natürlich von Vaikutero erstellt. Ja, bis zum nächsten Schrein. Bis zum nächsten Schrein, geil. So. Dann hauen wir das erstmal hier auf. So. Und dann denke ich, muss da unten, glaube ich, auch so eine Bombe rein. Also, ich bin ja schon mal so einen Schrein gespielt, da war das auch so ähnlich. Okay, machen wir das mal. So, wie bekommen wir die weiter? Ich habe keine Kopfbücher oder so. So. Ja, best aim. So. Bam, jetzt zünden wir sie und. Da geht direkt ein Raum auf. Ja, geil. Kommen wir eigentlich hier noch hoch, wenn wir runterfallen? Weiß nicht. Aber okay, hier ist. Ja. Ein kleines Badezimmer, Waschküche. Ah, hier eine Fackel. Ja, da ist ja auch was zum Anzünden. Mal wieder hoch, weil sonst wäre man. Das ist ja nicht wirklich, das so zu schaffen, wenn man. Hier. Muss ja auch nicht anzünden. So, aber nehmen wir jetzt erstmal hier unsere gute Fackel. So, und zünden dann hier das mal an. So, die blaue Flamme. War nämlich direkt gesehen. So, und hier, ja, hier ist direkt ein Raum aufgegangen. Schicker Pfeil, ja. Bündchen. Und hier ist eine Tingelstrickfigur. Ja, lol. So. Untersuchen. Hier. Okay. Antike Sonne. So. Ja, okay. Die Gegenstand mit der antiken Sonne vereint. Ja. Ja, das frage ich mich auch so. Ich werde gleich ein Bad nehmen. Es ist dort furchtbar kalt. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ja, wir lesen gerade dein Buch. Ein Bad nehmen. Wir waren noch gerade im Bad. Aber dann gehen wir mal hin. So. Aber erst zünden wir hier diese Fackel an. Jo. Genau. So, dann gehen wir mal ins Bad. Also, es sieht halt so ein bisschen aus wie die Sonne. Ich meine, das ist halt so Wolken und das Sonne, so. Da was passiert? Weiß nicht. So. Weil es an einer Seite ist Wolken, das ist eine Sonne. Wir haben ja auch einen antiken Fall bekommen. So, aber okay, dann gehen wir mal weiter. So. Aber zünden wir erstmal unsere Fackel an, denn da hinten steht ja wieder was. So, ja. Was zum Schrein zum Dungeon. Das sieht auf jeden Fall hier auf jeden Fall auch. Ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall am Start. Es sieht auf jeden Fall hier richtig gut aus. So, was ist das? So. Okay, ja, da ist ein offener Raum. Okay. Ja, schöner, gemütlicher Raum. Voll grün. Ja, ist ein grüner Raum. Ziemlich grün hier. Grün-Türkis. Ja, Holzweile. Nee, haben wir eh schon das Maximum. 99. So. Was ist denn hier Schönes? Jo, also da hinten scheint ja etwas zu sein, eine Küche oder weiß ich, Wohnzimmer. Okay, da ist auch direkt ein Schalter. So, und da öffnet sich dann da oben einfach mal eine Tür. Ja, okay. So, da muss wahrscheinlich was draufstehen. Aber da hinten hier, zünden wir mal den Kamin hier an. Ja, wer hätte damit wohl gerechnet? Ich zünde den Kamin an und dann, ja. Dann, ja, dann, dann.
Dann erfüllt sich ein Raum. Ja, die Tür. Da stellen wir einfach mal das Fass drauf. Hier, ja, die Tür. Die schaltet auf den Schalter. So, und hier ist ein Kamin. Der Duschen, so. Da stellen wir mal das hier. So. Hier, die ganze Vase. Was? Ein antiker Schlüssel. Ja. Yeah, wir haben einen antiken Schlüssel gefunden. Mit. Einfach so. Das ist geil. Wir haben diese Vase zerschossen und dann war ein antiker Schlüssel. Leider habe ich selber keine Vasen zu Hause. Das würde ich auch zerschießen und gucken, ob da ein antiker Schlüssel so ist. Nein. Okay, so, was ist hier? Also in diesem Raum ist so ein Metallfass. Der Raum ist auch ganz klein. So. So, hier liegt ein roter Rubin. So. Ja, warum macht man eigentlich, warum immer man sich da oben eine Fackel hin platziert? So, aber hier können wir auch noch was anzünden. Zünden wir mal hier die ganzen Fackeln mit dem blauen Feuer an. So. Bei diesem haben wir schon recht coolen Ritterschule. Das sind auch so Räume, wo die Leute hier, die geschult werden, die müssen ja auch irgendwo wahrscheinlich unterrichtet werden. Also die Leute, die hier unterrichtet werden, müssen auch irgendwo schlafen, ne? Da kriegt man das irgendwie umgedreht? Nein? Nein? Okay, schade. So. Hinten hier sind auch noch ein paar geschlossene Räume. Also da ist sogar eine Räume im Karten. Und der könnte mir mit den Schlüssel öffnen. Aber gucken wir erstmal den Raum hier oben an. Hier ist ein Hund. Und ein Kratz. Ach, ist das ein Kratzbaum? Doch, das ist ein Kratzbaum. Das ist ein Kratzbaum. Seit wann brauchen Hunde Kratzbäume? Haha. Der Hund braucht einen Kratzbaum. Ja, den kann er wahrscheinlich nicht benutzen. Aber schönes Zimmer auf jeden Fall. So. Okay, öffnen wir das hier mal. So. Untersuchen, ja. Wir untersuchen dieses schöne Tagebuch. Ja. Link versucht auch immer Zelda zu retten. Ja. So. Okay, ein Wutanfall. In Richtung eines Schranks. Ah, der Generalschlüssel ist also in Richtung eines Schranks geflogen. So. Okay, okay, was ist das hier? Das könnten wir gebrauchen vielleicht. Nehmen wir, kann man natürlich mit dem Magnetpol mitnehmen. Ist ja auch so schön magnetisch. So, jetzt zünden wir hier erstmal wieder die Fackel an. Hier. Was hat da jetzt gerade so geblinkt unter dem Strang? Meine ist ja eh. Dieser Schlüssel scheint hier in Richtung eines Schranks geflogen zu sein. Ja. Einfach hier hinten? Ja, hier sind auf jeden Fall Rubine. Ah, doch, doch, hier ist ja ein kleiner Schlüssel. Jo. Okay. Sehr gut. Dann haben wir direkt wieder einen weiteren Schlüssel. So. Wenn wir das mit, brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. So, wir haben aber auch einen Krogfächer jetzt. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Öffnet sich ja scheinbar ziemlich kurz. So. Hier. Und wir sind drinnen. Also hier werden die scheinbar unterrichtet jetzt. Okay. Ja. Ein Apfel als Geschenk. Also dafür kriegt man auf jeden Fall nur einen Apfel als Bester. So, okay. Also ich mag Äpfelschuhe. Ja. Ich werde ihn auf den Tisch in die Nähe des angezündeten Ofens legen, okay? Da oben ist ja ein Apfel. So. Und da hinten ist eine Fackel und ein weiterer kleiner Schlüssel. Yay. Yeah. So, okay, ja.
Wir müssen das jetzt also hier angezündet bekommen. Okay, irgendwie mit Pfeilen, da liegt mir Pfeilen, ne? Aber. Wohl, ne? Ich hab ne Idee. Ja, ich hab ja mal so einen Schrein, wofür man den Feuer braucht. Keine Packe. Oh, gehabt. Und da habe ich den Krogbecher benutzt. Und das machen wir, aber der kann verbrennen. So, jetzt schnell hier durch. Und bäm, ja, so macht man das. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war oder keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall angezündet. Das ist alles. Steht noch das Metallfass rum. Ja, hier ist auch nichts. So. Können wir uns aber trotzdem hier in der schönen Akademie fortbewegen. Denn, ja. Hieß es nicht, ein Apfel soll auf den Tisch gelegt werden? In die Nähe des Ofens. So, wir sind ja jetzt hier am Ofen. Ist ja hier, das hier ist ja der Ofen. Dahinter ist der Kamin. So, ist das angezündet. Passiert nichts. Ja, hier sind halt vielleicht Tische. Das ist ja eigentlich ein Kamin, ne? Also, ja, hier ist auch ein Tisch. Das ist ganz eindeutig ein Tisch. Aber das ist ja eigentlich ein Kamin. Habt ihr das gehört? Also, nicht, ich meine, da irgendwas gehört zu haben. Als wenn jetzt wirklich was dadurch aufgegangen ist, dass ich jetzt ne, ja. Also das muss ja durch den Apfel gekommen sein, als geil. Oh. Ja, so hier, das gefällt mir, das gefällt mir. So. Krass. So, dann zünden wir das A an, aber hier scheint halt ein bisschen Kräuter zu sein, aber sonst auch nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Ist ganz okay. So, einen weiteren Raum aufgeschlossen. Aufgekommen. Hier haben wir jetzt eigentlich auch so gut wie alle Räume sogar schon offen hier oben. Also hier. Ja, hier. Hier hatten wir auch nichts mehr. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. So. Ja. Wir lesen immer noch den Tagebuch. So. Okay. Wir haben ja auch noch diesen antiken Ball. Okay, hier, guck mal, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Also. Ja. Für den Helden, wir sind ja der Held. So. Albträume von den Bösewichten. Jo. Gute Träume umgewandelt. Man wandelt seit neuerdings Träume um. Also als ich Zelda gespielt hatte, hatte ich noch nie Träume von Bösewichten. Aber ist auch egal. Nacht stellen wir also ein antikes Artefakt legen. Es erinnert an ein antikes Erbstück. Was denn? Sollen wir hier einen Reaktorkern oder weiß ich was legen? So. Zünden wir erstmal den Raum. Also ja, wir zünden den Raum an, zünden wir die Fackel im Raum an. So. Und dann jetzt hier durch. Super. Da. Aber wir haben ja. Ja, das haben wir. Das muss ja das antike Erbstück sein. Na dann legen wir es mal auf den Nachttisch. Hallo? So, hier Gegner laufen. Sonst hätten wir jetzt auch mal den Krogbecher machen können. So, hier ist Nachttisch. Jo. Es leuchtet auf jeden Fall einfach mal blau. Weil wir es auf dem verdammten Nachttisch gelegt haben. Aber das ist trotzdem. Also sowas, das ist ja super gut gemacht, eigentlich, dieser Schrein. Das ist halt auch Skyward Sword übernommen. Aber das ist auch irgendwie schon cool. Das wäre lustig. Weil es gibt ja Skyward Sword HD. So, aber wenn man das ganze Spiel hier reinpacken würde, BOTW, das wäre cool. So, hier, ne, hier ist auch nichts mehr. Alles angezündet. Mal hier. Was ist das denn für ein Raum?
Jo. Oh, oh, warte mal. Oh, da unten ist so ein Metallfass. Oh, dieser Raum sieht auch echt gemütlich aus. So diese pinguinsroten Kissen da. Ah, zwei Eier. Also wirklich, welcher, der stellt sich zwei Eier auch in seinen Schrank? Ja, lol. So, nehmen wir jetzt erstmal dieses antike Fass hier. Schöne antike Fass, antike Fass. Also dieses Stahlfass. Wir stellen es darauf. Hier rauf. Das muss sein. So, und jetzt geht der Raum hier unten auf. So, einfach raufstellen. Und gut ist. Dann hier runter. Und dann, ja. Also hier hat, glaube ich, jemand ordentlich trainiert. Weiß ich wer. Aber, ja, gut aus. Aber wir können uns leider durch den Spiegel nicht selber sehen. So, yo, Posen. Okay. Ist hier nicht so, nichts weiter? Manche Räume tun halt auch nichts, außer cool auszusehen. So, aber zünden wir mal die Fackel hier an. Also auf jeden Fall ein cooles Rätsel-Dungeon. Da das macht schon Spaß. So. Aber was haben wir jetzt? Wir müssten eigentlich, also jetzt haben wir eigentlich alle Räume angezündet, also nennen also alle Räume angezündet, so mit den Fackeln. Okay, hier eigentlich angezündet. So, der Raum da hinten, der ist zu. Was soll ich noch machen? So, der Apfel, der sollte mal lieber da liegen bleiben. Ich frag mich, wie sie es überhaupt mit dem Apfel gemacht haben. So, jetzt müssten wir erstmal wieder was machen. So, alles anzünden und so. Hier ist jetzt angezündet. Also jetzt frage ich mich, was haben wir übersehen? Hier auch. So. Okay, ja, hier haben wir das wieder Krogfächer gemacht. Weil das ging. So. Gehen wir mal hoch. So, hier angezündet. Hier, auch. Ja, auch. Die Frage ist, ob wir auch irgendwas übersehen haben oder sonst. Sonst ist noch irgendwas in der Vase okay, aber wir haben halt auch noch einen Schlüssel. Also, das hat auch so. Und, hier haben wir was vergessen. So. Die Frage ist, wofür ist jetzt eigentlich der Schlüssel da? Ja, wir haben ja auch noch einen. Okay, jetzt passiert was. Okay. Dafür war der Schlüssel. Gut, dann gehen wir mal da runter. Und schließen es auf. Dann sehen wir, was uns da erwartet. Und ja, uns erwartet etwas super Geiles. Eine Knochen hat aus der Toilette. Ja. Mit gut Geld möchtest. Nein, wir wollen den Schrein nicht verlassen. Hier noch mal ein bisschen Geld. Jo. Läuft. Ja, es ist echt cool gemacht. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und bis zum nächsten Mal.